So oder so dabei, Killer is dead, weiter geht's. Immer noch Episode Nummer 7, Tiger in finsterer Nacht. Und wir brauchen noch zwei Schriftrollen von zwei Ninjas, die wir töten müssen. Ja, ist doch ganz klar. Wie kriegen wir sonst die Schriftrollen danach? Fragen? Na, ist ja lächerlich. Gucken wir mal, wo die Ninjas... Das ist kein Ninja, by the way, das ist ein Samurai. Der auch ganz schön badass. Was zur Hölle war das denn gerade? Ach du heilige Scheiße. Und für... Aus irgendeinem Grund hat er ein... Goddammit. Aber er hat einen Seeigel als Freund. Ich werde erstmal diesen großen Typ da oben killen. Dass der hier nicht noch mehr kleine Seeigel produziert. Die sich dann in meiner Nähe in die Luft sprengen können. Ah, so ist es gut. Dann können wir es in aller Ruhe dann machen. Ah, was zur Hölle. Ich bin in ein Schwert reingedodged. Das war eine scheiß Idee. Noch mal ganz kurz ein bisschen Health. Oh man. Ich hasse es, wenn Zeug einfach verschwindet, das ich gerade eben einsammeln wollte. Wunderschön. Okay, wo sind die anderen Ninjas? Wo sind die anderen Ninjas? Ich habe diese einen kleinen Zwischeninsel, die wir da drüben haben, irgendwie. Ja, ich glaube, genau die da. Da hat mein Arm vibriert. By the way, falls ihr es nicht mitbekommen habt oder es vergessen habt, mein Arm vibriert, wenn ich in der Nähe von Ninjas bin. Und naja, er vibriert nicht. Er piept nur. I don't know. Funktioniert das Ding? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich hier auf dieser komischen kleinen Insel machen soll. Deswegen gehe ich erstmal da nach hinten. Das sieht nach einer guten Idee aus. Ja, awesome. Ich denke mal, die Tür wird sich dann öffnen. Wenn ich jemals diese Kisten treffen sollte und alle fünf Schriftrollen habe. Ich schätze mal, hier ist noch irgendeine andere drin. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Es ist so ultra-japanisch einfach nur hier. Was zur Hölle ist das? Kann ich das mit meinem... Oh, mit meinem riesen, mächtigen Arm kann ich zerstören. Okay. Ab in Bambuswald, Baby. Was haben wir denn hier? Schneid den leuchtenden Bambus. Hallöchen, Scarlet. Okay. Sehr schön. Frisches Blut von Scarlet. Ich mag dich, Lady. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir hier an dem Häuschen den nächsten oder den letzten... Nein, nee, ist gelogen. Ist nicht der letzte. Den vorletzten finden. Ja, okay, okay. Okay. Aha. Alles klar. Sehr gut. Da haben wir dich doch schon. Oh, hast du deine Samurai-Bros wieder mitgebracht? Dass du auch nie alleine kämpfen kannst. Goddammit, Samurai Bro. Bullshit mich doch nicht von der Seite. Ah, zack, zack, zack. Erstmal die Kleinen hier aus dem Weg räumen. Dass ich mit denen kein Problem habe. Goddammit. Ich weich einfach zu spät aus. Ich meine, ich sehe ihn anfliegen und dann will ich ausweichen, aber es klappt nicht immer so gut, wie ich mir das vorstelle. Ah, sehr gut. Ich sehe nichts. Alles gut, da ist der Ninja. Ich habe noch nicht so wirklich eine Taktik gegen die Typen rausgefunden, außer drauf zu prügeln. Aber es ist im Allgemeinen eine sehr gute Taktik gegen alle Gegner hier im Spiel, von dem her. Versuchen wir auf ihn zu schießen, aber das ist nur sinnloser Blutverbrauch, glaube ich. Mal wieder aus dem Baum rausgehen. Ich sehe nichts, wenn wir da drin kämpfen. Epischer Schwertkampf hier. Im Garten dieses Häuschens. Ja, komm. Jawohl, sehr gut. Und zack. Das war Nummer 4. Yeah, baby. Ich sollte mal ganz kurz in die Upgrades reinschauen. Wir haben, holy shit, wir haben einiges. 742. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Autocure. Ja, automatische Wiederherstellung der Gesundheit. Gib mir das da. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch hier upgraden können. Schieße intuitiv, während du gegnerischen Beschuss ausweichst. Pariere feindliche Angriffe und führe im linken Arm einen heftigen Konter aus. Was haben wir sonst noch? Das Katana hochziehen. Das könnte auch cool sein. Linken Stick nach unten, nach oben. Gut, ergibt Sinn. Unten, oben und dann Viereck.
Probieren wir es doch einfach mal. Okay, da gibt es auch nur ein Level. Das ist hier nichts, was ich erhöhen kann. Okay, schauen wir doch einfach mal. Oh yeah, baby. Wow, holy fuck, ist das groß. That's what she said, by the way. By the way, ja, yeah, by the way. By the way, aber... Wow. Cool, okay, das kann ich sicherlich gut im Kampf einsetzen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich Ninja Nummer 5 dazu bringe, hier aufzutauchen. Ist da drüben irgendwas vielleicht? Was ist das da? Ah, das da ist es. Okay. Alles klar, ich hab ihn. Oh, oh. Slice, slice. Nichts da. Du kommst nicht von hinten einfach angesprungen. Das andere. Wo ist der andere? Habe ich beide down? Ah. Das sind die normalen Ninjas. Nicht die mit den Schriftrollen. Einen von den Kollegen noch dabei. Oder zwei, hat er gesagt. Der eine musste stiften gehen. Tut mir leid. Ah, damn it, Bro. Bleib doch hier. Also ich muss sagen, die Kämpfe sehen ja schon ziemlich genial aus in dem Spiel. Sie steuern sich auch extrem flüssig. Das ist was. Ah, yes! Und also down! Das ist das, was ich so geil an dem Spiel finde. Awesome, wir haben es. Alles klar, dann haben wir alle 5 Schriftrollen, die wir brauchen. Und wir können weitermachen. Das ist genau die Tür, die ich mir gedacht habe, wahrscheinlich. Jawohl. Warte mal ganz kurz. Oh, ich kann jeden... Halt mal ganz kurz. Ich kann jeden einzelnen Baum in diesem Bambuswald zerstören. Da ist doch bestimmt noch irgendwas für mich drin. Kann doch kein Zufall sein, dass ich hier alles slicen kann. Oh ja, okay. In jedem Bambus ist Blut drin. Nicht mehr Blut. Gehen wir doch hier mal ganz kurz durch. Und füllen uns bis oben hin auf mit allem, was wir kriegen können. Mal wahllos durch den Wald slicen. Sorry, Bambus. Es muss sein. Ich will mein Blut auffüllen. Oh, komm schon. Ich werde doch wohl diesen einen Bambus treffen. Geht doch. Yes. Blutstücke erhöht. Irgendwas außer das, was ich jetzt erst schon gefunden habe drin. Ja, und sonst so. Erhöhe meine Gesundheitsstufe, erhöhe meine Blutstufe. Ich habe vorhin halt auch wirklich nur den einen Leuchten genommen, weil ich mir dachte, das andere ist halt auch nur Bambus. Nein, Mann. Das ist Weihnachtsbambus. Jeder einzelne kleine Stamm hat Geschenke für uns dabei. Ich mag Weihnachtsbambus. So. Und auch was. Oh ja, wir haben noch was. Den noch. Und dann den noch. Das ist gerade wie Minecraft, nur besser. Und dass wir nichts mehr damit aufbauen können, aber... Who the fuck cares? Ninja slicen oder eine Höhle buddeln? Ich glaube, ich wähle Nummer 1. Die Wahl fällt mir nicht arg schwer. Oh, jetzt haben wir auch gleich alles. So. Ja, noch. Wachsen die nach oder habe ich die übersehen? Was zur Hölle? Das habe ich unkrautes Zeug. Ja.
Genau, was das? So ziemlich. Okay, die beiden noch und dann gehe ich einfach. Sollte jetzt erstmal ausreichend sein. Wunderbar. Ein bisschen Aggression am Bombus auslassen und noch ein bisschen Zeug einsacken. Wunderschön. Dann können wir mal den Weg weitergehen hier. Gucken, wo uns das hinführt. Sieht ja schon ziemlich idyllisch aus. Wer zur Hölle bist du eigentlich? Wie oft soll ich dich eigentlich schon verlassen? Dann waren wir hier zusammen. Auf die Erklärung, was mit ihr abgeht, bin ich auch noch gespannt, wenn es eine geben sollte. He's technically not a Wyvern. Then what is he? He was originally human, but was transformed into one when the dark matter from the moon corrupted his soul. Dark matter. So he's not too different from the vampire you defeated a little while ago. Then to save his soul, I have to behead him? Hesitate for one second, and you'll be the dead one. Hey, about Brian. You've noticed too. If this is the boss's show, then I can hardly be the star, can I? Ja, habe ich also doch richtig gesehen. Am Anfang der Episode, als sie so komisch auf Brian geschaut hat. Irgendwas geht da ab auf jeden Fall. Mal sehen, ob sie dazu noch was erklären. Vielleicht dann am Ende der Episode. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns Hamadayama stellen. Hamadayama-san? Wir könnten auch Friedenspfeife rauchen und einfach so tun, als wenn du tot wärst. Ja, nein. I've come here for your head. Hamadayama is not amused. I thought he was supposed to come. Brian? You're not scared? I left all my fear on the moon. The moon, huh? Wie klein sind eigentlich seine Pupillen von Hamadayama? Was hat denn er geraucht gerade eben? The time has come. Oh shit, muss ich gegen den Tiger kämpfen? Yep. Sieht so aus, als wenn ich gegen den Tiger kämpfen müsste. Boxe ich halt einen Tiger, ist mir doch egal. Scrap Tiger, Bro. Now then. I shall see whether or not you are worthy. Der reitet den Tiger. Was zur Hölle? Okay. It's time to race the tiger. Holy crap, Mann. Wir verfolgen einen Typen mit einem Katana, der auf dem Tiger reitet. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Gut, dann lass mal den Tiger einholen. Sollte er mit deinem Motorrad nicht so wirklich das große Problem sein. Wie, der ist hinter uns. Vivian ist eine Meisterin der Vivian Phantom Technik mit 16 Waffen und eine exzellente Motorradfahrerin. Spurwechsel, Katana-Angriff, Kollision überstehen. Okay. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Ah, ist ja gut. Ja, mal gucken, dass ich die richtige Spur nehme. Au! Okay. Ja, ich versuch's ja. Das mit dem Ausweichen ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Das war's. Oh, komm schon. Es ist zu einfach. Es kann es doch nicht gewesen sein.
vielleicht Stufe 1 von 2 oder 3 dann wahrscheinlich. I see now why he chose to send you. It's time to end this duel. Würdest du mal von deinem Tiger runtersteigen vielleicht? A perfect place for your death. Was ist das für ein Zen-Garten? Ach du heilige Scheiße. Trust me, I prefer hitting on hot chicks. True story. You're not an executioner by choice. I woke up one morning, and my arm was replaced with this machine. Good thing you didn't become a poisonous insect. Wait, what? Bullshit! Ist aber auch mal interessant, ein bisschen was über ihn zu erfahren. Okay, okay. Bisschen kleines Zeitfenster hier. Oh, mit dem Ausweichen muss ich echt gucken, wie ich es mache hier. Ach, Jesus, Sheep. Holy crap! Muss ich echt gucken, dass ich nicht wirklich in einer großen Combo drin bin, ansonsten kann ich einfach nicht mehr ausweichen. Wow, was auch immer es ist, ich sollte nicht in der Mitte stehen, wenn er das hier macht. Oh, komm schon. Okay, zwei Schläge und dann sollte ich vielleicht mal zurückweichen. Yes, baby! Au, wow! Ach du heilige Scheiße! Alter Mann kann schlagen, ja? Alter Mann kann schlagen. Oh, komm schon. Also, wenn ich zu nah dran bin, ist Ausweichen echt extrem mies. Ah, okay. Gut zu wissen, dass du das machst. Oh, fuck! What? Wann muss ich denn da genau ausweichen, wenn du das hier machst? Der Typ ist echt mies, was das Ausweichen angeht. Nope. Das war entweder zu früh oder in die falsche Richtung oder im Allgemeinen scheiße. Ich weiß auch nicht so genau. Na, das auch nicht. So auch nicht. Okay, ein neuer Versuch. Nein, nein, nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde nicht das Zeitfenster, wie ich dem hier ausweichen kann. Oder wie auch immer ich ausweichen soll in dem Moment. Muss ich einfach weit genug weg sein irgendwie? Das ist vielleicht nicht wirklich eine großartige Möglichkeit für mich gibt, hier auszuweichen, sondern es einfach die Stelle nimmt, an der ich gerade eben war und ich... Nein, er ist genau da, wo ich... Was zur Hölle, Mann? Er ist genau dahin, dahin gegangen, wo ich gerade eben ausgewichen bin.
Nope. Oh, holy shit, das war Schwert gegen Schwert. Und er hat gewonnen. Ja, by the way, nicht in den Angriff reinstellen. Blöde Idee, ganz, ganz blöde Idee. Ich habe noch keine Chance auszuweichen, das ist echt cheap. Dann boxe ich dich halt so. I don't give a fuck. Zur Hölle. Jawoll. Ein Stückchen. Okay, jetzt hat er mich auch noch gestunt. Na super, klasse. Motherfucker, wie auch immer du das machst. Yes! Sehr schön. Natürlich kommt der Tiger. Oha, was? Warum schwebt der Tiger über deinem Kopf? Stufe 3 ist, er trägt einen Tiger als Hut, ja? Okay. Interessant. Dann soll es so sein. Aber wenn ich hier aus der Entfernung ankomme, ist es okay. Wie er hier auf mich zugerannt kommt. Komm schon, wo bist du? Zeig mir deinen schicken Tigerhut. Jetzt ist auch ein bisschen aktiver, was das Angreifen angeht. Ja, passiv hat nicht so gut funktioniert, ha? Oh yeah, baby. Oh yes. Jawohl, und da war das Zeitfenster. Das mal ultra mini ist, aber es gibt eins auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, bei der Attacke, die er vorhin gemacht hat, gibt es auch irgendwo eins. Ich habe es noch nicht gefunden. Was soll's? Oh, was? So sieht's nämlich aus. Weg mit dem Tigerrucksack. Das war awesome. Cooler Kampf auf jeden Fall. Sehr cooler Kampf. Auch wenn ich nicht weiß, ob er schon vorbei ist oder nicht. Let me end my own life like a true samurai. Edel. Assist me. It would be an honor. Seppuku? Und dann schlage ich dir währenddessen den Kopf ab? Ist es das, was du... Oh, ja. Nach oben ziehen! Nicht nach oben ziehen vergessen. Tell him for me, the tiger will disappear, so the dragon must stay. Of course. Oh, sehr schön, wir dürfen es selber machen. Killer is dead. Slice. Wunderschön.
I have branded in my memory. The death of a true man. Macht das den Mond jetzt noch boshafter? Oh ja, wie es aussieht schon. Damn. Oh, zumindest die Mission haben wir gut überstanden. Ja, genau, was war mit Brian los, verdammt nochmal? Die kannten sich auf jeden Fall. Tiger is gone. Sein Dojo, Bro, Mann. Erster Drache und erster Tiger. Ach, so ist das. Na gut, wir haben unseren Auftrag erfolgreich erfüllt. Eliminierung eines Samurai. Ja, ist gegangen wie ein Samurai, ja. Also, muss man schon mal sagen. Schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Belastbarkeitszahlung ist auch schön. Yeah, 900.000 und ein B-Rang. Das ist in Ordnung. Könnte schlimmer sein. Mal, was wir jetzt freigeschalten haben und wie die nächste Episode heißt oder was wir da machen müssen. Oh, neuer Gegenstand im Souvenirladen. Holy crap, hier gibt's einiges zu tun. Sie, die in Träumen tanzt, ist Episode Nummer 8. Und wir schauen, was wir beim nächsten Mal machen von all diesen Missionen. Ach du heilige Scheiße. Bis dahin, haut rein.